Hallo liebe Freunde des gepflegten Offroads, ich bin wieder Buggy Erzieher. Schön, dass ihr meinen Kanal eingeschaltet habt. Ihr werdet jetzt erleben, wie der Andreas Rosenlöcher und ich gemeinsam mit seiner 1200er RZR hier durch Gröningen Area 39 fegen. Ich sage euch, es wird spannend und spektakulär. Bleibt dabei! Ich sitze, ich bin geschnallt, gegurtet. Andreas macht sich gerade startklar. Und dann geht's los. Also, wir haben jetzt, wie gesagt, 1200 Kubik, 200 PS. Es ist ganz was anderes. Und logischerweise wird die Fahrt natürlich auch rasant. Was ist das, dein Freizeitfahrzeug? Das ist mein Wochenendfahrzeug. Ah, das ist Andreas, ein Wochenendfahrzeug. Okay. Gut. 200 PS, Andreas, richtig? Ja, 205 eigentlich. 205. Ich war noch nie auf dem Prüfstand, aber ja. Die Software und ja. Der Turbolader sollte das bringen. Okay. Fühlt sich auch so an, also. Ja. Fährt 158. 158 fährt sie. Ohne Räder. Ja. Die ist schon geil, die Karre. Aber es ist für Große natürlich nicht so, ne? So für mich speziell ist es ja, nichts. Habe ich extra für mich bauen lassen. Ach so, der ist. So ein Zwergding. Aber je flacher die sind, umso geiler sehen die aus. Ja, das glaube ich. Ja. So. Es wird geil. Leute, seid gespannt. Gips ist es aus Einstein. Ja, Katastrophe. Da bist du ja schon einmal durchgeschwitzt. Wirklich. Beweglich ist es nicht. Auch so wie eine Baumnatter, ja. Ja, ja, ich auch. Aber wir sind ja auch schon ein bisschen älter, wir dürfen das. Ja. Ja. So, der Sound ist an. Monitor läuft. Gucke mit Rückfahrkamera. Ja, immer da. Ist ja geil. Aber ich fahre mal hier mit dieser. Ach so. Wenn du jetzt um die Kurve fährst, dann wird das Äußere immer fest. Ja. Wenn du bremst, wird das vorne fest. Ja. Und das merkst du auch. Wenn wir nachher um die Kurve fahren, du ja. Kannst du nicht umkippen. Okay. Ich bin gespannt. So Leute, es geht los. Es wird spektakulär. Jawohl. Und der erste Sprung. Geil! Alte Scheiße, die brachiale Gewalt, der Vortrieb ist ja krass. Boah. Hammer. Boah. Alter, die Karre liegt. Boah. Ist das geil. Boah. Ihr glaubt es nicht, ihr glaubt es nicht, ihr könnt es nicht nachvollziehen. Der Vortrieb 205 PS ist er. Boah, sagenhaft. Wow! Geil! Boah! Boah! Ja! Das Fahrwerk
was das für eine Belastung ist für den Kopffahrer, der mehrere Runden vielleicht oder 24 Stunden sogar dieses Fahrzeug durchs Gelände bewegen muss. Wobei ich auch glaube, wie viele Stunden Rundfahrerwechsel stattfinden. Aber trotzdem, die Konzentration, die Fahrzeugbeherrschung, das muss gekonnt sein. Ich sage euch, ich guck mal bei Andreas, der war bei Instagram vertreten, ich werde das mal auf dem Video verlinken. Und dann oben links vor in der Videobeschreibung. Hammer, Hammer, da könnt ihr dem Andreas, wenn ihr dem Andreas aufs Feuer geht, oh, Sprung, wow, das geht ab. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, Andreas Rosenbechter mitzufahren. Leute, wenn ihr ihn seht, fragt ihn mal, was ist nicht zu beschreiben. Es ist nicht zu beschreiben, was hier gerade abgeht. Oh. Die Strecke ist auch gerade extrem ausgefahren, aber trotzdem. Boah. Alter Scheiße. Wow. Ich bin voll geflasht. Alter. Geil. Oh. Und wow. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie das vor euch davor kommt. Wie das arbeitet. Alter Scheiße. Ja. Boah. Und wir springen gleich wieder. Juhu. Geil. Wahnsinn. Wahnsinn, Mann. Also das ist die Frage meines Lebens. Wenn meine Videos kennt, Tobias Ballmer im Herbst-Event, guckt mal rein, da seht ihr schon, wie ich da abgehe. Aber das hier ist einfach noch eine Nummer schärfer. Unvergleichbar, habe ich noch nie erlebt. Und ich denke, das wird noch eine Erinnerung bleiben, die ich ewig im Kopf haben werde. So krass. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Kräfte, die da eine Rolle spielen. Und die Karre liegt. Ne? Die Karre liegt. Es ist sagenhaft. Ich denke an euch. Ich genieße gerade die Fahrt. Saugeil. Saugeil. Selbst wenn jetzt irgendwas passieren würde, ich hätte keine Angst, weil ich mich ja sehr sicher fühle bei Andreas. Also. Mach was du willst. Wow. Wow. Alter Scheiße. Wow! Das ist der Hammer! Wow. Ihr merkt schon wieder oben, Schuss an der Seite. Ich bin einfach zu groß, ne? Ich sind die Kamera so für Andreas konzipiert. Der ist ein bisschen kleiner wie ich, aber... Krass! Krass! Wow! Ich sage ja, bevor ich angefangen habe, mit Ärzten herzufahren, ich hätte mich sonst in die Hosen geschissen heute. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Aber mittlerweile feiere ich das nur noch. Hammer! Hammer! Wow! Wir springen ja praktisch nur von einer Ecke in die nächste. Wow! Wow! Und wir springen. Also du hast sie auch durchgeschüttelt, ne? Also wenn ihr hier nach der Fahrt zum Beispiel einen Hoden vermisst, ich denke mal, der sitzt dann irgendwo in der Bauchhöhle. Also nach der Fahrt einfach mal kurz ausspringen, dann kommt er wieder raus. Geil. Wow. Andreas, es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Falls du dieses Video mal anguckst, Andreas, Respekt. Und ja, Hut ab vor deinem fahrerischen Können, vor deinem Fahrzeug hier. Also, einfach erste Sahne. Wow. Wow. Die liest aber
auch wie Sau. Mann, Mann, Mann. Sagenhaft. Einfach geil. Mit dir mitgefahren sein zu dürfen. Ich hab's genossen, es war ein einmaliges Erlebnis. Herzlichen Dank. Und Leute, denkt dran, guckt mal auf Instagram. Wie gesagt, ich verlinke ihn. Und verfolgt ihn. Was war das? Gut? Das war Oberaffentitten geil. Woo! Also mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Sagenhaft. So, liebe Freunde, das ist der Andreas bei Instagram. Ich verlinke das im Video. Vielen Dank, Andreas. Danke, dass ich mitfahren durfte. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Wunderbar. Dankeschön.